Die kleine Cleo ist mittlerweile 8 Monate alt. Mit 720 Gramm und 30 Zentimetern kam sie damals 3 Monate zu früh zur Welt. Gestern gab es anlässlich des Weltfrühgeborenen-Tages einen Laternenumzug am St. Marien-Krankenhaus in Ludwigshafen, bei dem auch Cleos Mama Laura Maria Baumgärtner dabei war. Für sie war Cleo das zweite Kind, aber ihr erstes Frühchen. Wir hatten auch Ängste, ganz viele und geweint und aber, wenn man dran glaubt und wenn man die Unterstützung auch von der Familie hat oder zusammenhält, weil wir sind auch 2-mal am Tag herübergefahren und waren ganz lange da und sie einfach merkt, man ist da und dann kann ich nur sagen, das sind Kämpfer. Cleo und ihre Familie hatten am Anfang viel zu kämpfen. 3 Operationen musste Cleo in ihren jungen Monaten schon durchstehen. Nicht alle Eltern können ihre Neugeborenen auf diesem Weg uneingeschränkt begleiten. Einige haben nicht das nötige Geld und müssen arbeiten, während das Neugeborene auf der Frühchenstation liegt. Um diese Eltern zu unterstützen, hat die Bühlen-Ceylan-Stiftung heute unter anderem 30 Lagerungskissen im Gesamtwert von 2.500 Euro gespendet. Frühchen ist es so, da ist ganz wichtig, dass die Mutter oder der Vater da ist, die meiste Zeit und Känguru-Stellung, das heißt das Kind auf die Brust legt und so weiter. Und viele Eltern haben nicht diese Möglichkeit, weil sie eben arbeiten müssen. Sie können nicht einfach frei nehmen und da braucht man finanzielles irgendwie eine Absicherung. Das Krankenhaus kann das nicht bieten, das müsste laut Ceylan von der Regierung kommen. Durch Spendengelder und Vereine konnte die Frühchenstation trotzdem schon gut unterstützt werden. Das ist elementar, weil ganz einfach die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland schon ein tragendes Element ist für Eltern, die wenige geben können, weil sie wenige haben, muss man manchmal wirklich positiv unterstützend hilfreich sein, um den Kindern überhaupt eine Chance zu geben. Diese Chance möchte Ceylan den Kindern geben. Er selbst ist 4-facher Vater, daher liegt es ihm besonders am Herzen, Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht. Insgesamt betrugen die Spendengelder für die Frühchen 115.000 Euro. Wenn man viel hilft und früh genug hilft, dann entwickeln sich die Kinder wirklich zu ganz normalen Kindern. Und haben alle Möglichkeiten und alle die ganzen, ja, alles steht ihnen offen. Aber man muss ihnen eben halt auch helfen. Geholfen hat Bühlen-Ceylan heute nicht nur wie geplant dem Mannheimer Uniklinikum mit seinen Spendengeldern. Spontan hat er sich im Gespräch mit Julia Heffner, der ersten Vorsitzenden des Elternkreis Frühgeborene und Kranke Neugeborene Mannheim e.V., dazu entschieden, den 5 ehrenamtlichen Helfern 5.000 Euro aus eigener Tasche zu schenken. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Das bedeutet wirklich sehr viel für uns, auch für mich persönlich. Das ist auch eine Anerkennung unserer Arbeit. Es ist immer überraschend mit Bühlend. Er hat immer tolle Ideen und wir freuen uns riesig darüber. Durch solche Spenden und auch die ehrenamtliche Arbeit können Eltern und auch Stationen gut unterstützt werden, sodass es so vielen Frühchen wie möglich bald so geht wie der kleinen Cleo. Ein Wirbelwind, sie erkundet alles, sie prappelt, sie dreht sich. Sie macht es ganz toll und also wir sind wirklich ganz stolz auf sie. Das können sie auch sein. Wir freuen uns, dass der kleine Wirbelwind und ihre Familie so gut durchgehalten haben und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.